Hallo, meine Freunde. Ich bin Darren Nach. Hier ist der LST nach gefühlten 38.000 Jahren mal wieder zurück. Und mich hat heute die spontane Lust gepackt, einen LP aufzunehmen, nachdem ich meine alten LPs mal wieder so ein bisschen durchgeguckt habe in YouTube. Und ich glaube, sonst habe ich ja immer Spiele gespielt, die ich super toll fand. Ich glaube, heute spiele ich mal ein Spiel, das ich so richtig super scheiße finde als Einstieg, damit ich auch ein bisschen lästern kann, damit ich mich nicht anstrengen muss. Wir spielen ein offizielles Mission Pack für Duke Nukem 3D namens Nuclear Winter. Warum das jemals offiziell wurde, da frage ich mich heute noch, da fasse ich mir an den Kopf, was sich 3D Realms dabei gedacht hat, dieses Stück Scheiße das offizielle Gütesiegel Duke Nukem zu geben. Egal, Nuclear Winter spielt im Winter, es wird atomar, man sieht vielleicht am Bild im Hintergrund, ich spiele mit der Megaton Edition, die es auf Steam gibt, passt wunderbar zum Aufnehmen. Nuclear Winter wurde gemacht von Simply Silly Software, der Name des Programms, werden wir gleich sehen, und von Wizardworks wurde es rausgebracht, die ja früher dauernd solche Level-Packs rausgebracht haben für die ganzen 3D-Spiele. Duke, Quake, Schlag mich tot. Und ich habe mir vorgenommen, ich wollte gar nicht so lange labern. Also fangen wir jetzt an mit einem New Game. Let's rock. Ja, jeder mag Weihnachten. Das stimmt wohl. Sogar Duke Nukem, der alte Grummelmann. Ja, aber fast wäre Weihnachten dieses Jahr nicht passiert. Warum eigentlich? Komm, Schneemann, sag's uns. Er startete mit einem Telegramm. Bla 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 bla, die Alien-Bastarde sind wieder auf der Erde. Bla bla bla, feministische Elfen haben Santa gekidnappt. Bla bla bla, sie haben ihn gebrainwashed. Joa. Böser Plot. John McClane. Ach Moment, das war was anderes. Ja, liebe Kinder, und so beginnt unsere Geschichte. Ja, liebe Kinder, dann lassen wir die Geschichte mal beginnen. Und wem dieses Level bekannt vorkommt, kein Wunder, das ist nämlich das zweite Level der ersten Episode vom regulären Spiel. Red Light District, und jo, das ist so eines dieser Sachen, was ich an diesem Mission Pack hasse. Moment mal, erstmal ein Quick Save. Zack. Und dann muss ich, glaube ich, noch ganz schnell eine Kleinigkeit erledigen in unserem Option-Menü. Die Sound die Latte runter, weil sonst hört man mich später nicht. So, jetzt können wir wirklich anfangen. Wird jetzt ehrlich gesagt wirklich nur so ein Spaß-Scherz-LP, um mal wieder ein bisschen reinzukommen. Also ich gebe mir da jetzt keine Riesenmühe. Tut mir leid für alle, die das Mission Pack gut finden. Wie gesagt, ich finde das einfach nur scheiße. Also werde ich hier ein bisschen rumdissen, ne, mein guter Freund. Ah, lass mich mal durch. Ich werde ja voll von diesen Männchen hier zerfickt. Und ich hoffe, die Lautstärke passt soweit. Ich war gerade stehen geblieben, ein bisschen was zu sagen. Was wollte ich überhaupt sagen? Ja, genau, das zweites Level der ersten Episode vom regulären Duke-Spiel, bloß ein bisschen abgeändert und verkehrt rum. Was ich sagen wollte, ist eins der Sachen, was mir in diesem Mischpack ein bisschen stört, dass man sich da nicht wirklich Mühe gegeben hat, was groß alles Neues zu machen. Die späteren Level werden neu, aber so am Anfang, klar, ich verstehe, was die Designer da machen wollten auch. Ja, altbekannte Gegenden, hier so mit ein bisschen Weihnachtskram, bling, blang, blong. Die Tussen, denen kann man noch ein bisschen Geld zustecken, jawohl. Klar, hat auch seinen Charme, aber ich finde es, wie gesagt, langweilig. Fügt jetzt den Leveln, die an sich recht gut waren, eigentlich nichts Neues dazu. Und das ist halt ein bisschen, so macht man sich's ein bisschen einfach als Developer, ne? Ich nehme eine fertige Karte und schmumpf da noch ein bisschen rum. Halt doch mal die Klappe, du blödes Telefon. Wow, und dann ist man fertig, ne? Mit seinem eigenen Add-on. Kann man da raus? Nö. Gut, dann gehen wir den regulären Weg. Da müsste dann gleich der Billardtisch kommen. Wie springe ich hier überhaupt? Ah, mit Space. Okay. Also ich habe Duke das letzte Mal gespielt, als ich, ja, ich glaube, mit einem guten Ketterhead ein Let's Play Together aufgenommen habe. Das dürfte jetzt bestimmt schon ein paar Monate her sein. Das war auf jeden Fall noch 2015. Seitdem kein Duke mehr gespielt, auch nicht privat. Also von daher, ich hoffe, ich kratze nicht allzu oft ab. Hier das Kabinett mit der Keycard hat man entfernt. Wieso nehme ich eigentlich diese Popelwaffe, wenn ich eine geile Shotgun habe? So, Leute, wie geht's euch? Ich glaube, das letzte LP habe ich hochgeladen, wann? 2013, 2014? Weiß jetzt auch gar nicht, ob ich das regelmäßig mache. Wahrscheinlich nicht, weil ich einfach nicht die Zeit dazu habe. Aber wie gesagt, mich hat der Bock heute einfach mal wieder gepackt. Und dann musste das hier, ne, Ferkelchen? Dank ab. Der Kollege sagt auch leiser D. An dieser Stelle möchte ich mich bedanken an alle, die mir bis jetzt immer noch die Treue gehalten haben und immer noch darauf warten, dass was Neues kommt. Also jetzt kommt hier mal was Neues. Ein kleines Dankeschön für die Jahre der Treue und all die, die immer positive, schöne Kommentare hinterlassen haben. Das war immer sehr ein treibender Faktor, weiterzumachen mit dem LP-Spielen. Und ja,
Ich muss sagen, vielleicht zwei Gründe, warum ich damals aufgehört habe beim LP-Spielen, wen es interessiert, während wir uns hier voranhangeln. Das erste, ich war einfach mit den Videos nicht mehr zufrieden von mir selber. Dachte, ein LP, das ist halt sowas, ja, weißt du, das kann jeder Depp machen, der spielt halt ein bisschen und labert, wie so auch in meinem Fall, vor allem ich labere ja gern scheiße beim LP-Spielen. Ja, keine Ahnung, ich war einfach nicht mehr zufrieden mit dieser Art von Videos, sowas zu machen. Und ich habe mir dann auch meine... Okay, das Gebäude... Licht. Das haben wir ja damals hochgesprengt. Oh Gott. Das sind die Commander übrigens, also die Gegner, die sind auch nicht alle wirklich neu, die wurden halt grafisch verändert, aber die Eigenschaften sind immer noch die gleichen. Gut, es war ja ähnlich so in diesem Life's a Beach Caribbean, das wir damals schon gespielt haben, aber das war halt mit wesentlich mehr Liebe zum Detail gemacht, das war auch von der grafischen Qualität viel besser und die Level waren halt auch einzigartig und das war einfach runder, auch wenn es kein super LP war, kein super Spiel war, kein super Mission Pack, aber wer das LP von mir gesehen hat, man hat gemerkt, es hat trotzdem ein paar Qualitäten, auch wenn die Level sehr verwinkelt waren, was mich sehr genervt hat und sowas Arsches, ich eigentlich gar nicht von Sandstorm gewohnt bin, die sonst wirklich ja Top Mission Packs gemacht haben, habe ich Medkit? Ja, gut, sehr schön. Wo war ich stehen geblieben? Ja genau, ich war dann auch mit meiner Qualität meiner Let's Plays einfach nicht mehr zufrieden und mir dachte, okay, das kriegst du einfach nicht mehr hin, ich bin kein guter LPer, bin ich ja eigentlich auch nicht, wenn wir mal ehrlich sind. Und dann hatte ich einfach keine Lust mehr. Das zweite war, ich hatte einfach keine Zeit mehr und ich habe auch immer noch keine Zeit, weil mich das Leben mit anderen Dingen beschäftigt, wie gesagt, Arbeit etc. Also bei mir ist gerade so, irgendwie so, ich gehe morgens um 10, ja, ist relativ spät, ich weiß. Ich gehe zur Arbeit, dann komme ich ungefähr um 7 heim, dann mache ich mal eine Stunde Sport, dann mache ich mal eine Stunde Sprachlernen, dann ist, was weiß ich, 22 Uhr, 21 Uhr, dann habe ich einfach keine Lust mehr. Dann ist das Hirn auch leer und dann kriegt man auch LPs nicht mehr zusammen, weil LPs, ich finde immer noch, LPs muss man machen, wenn man Lust dazu hat. Und man merkt stark, wenn ein Let's Play LPs macht, obwohl er gar keine Lust hat, dann werden die LPs nämlich scheiße. Und sowas wollte ich nicht machen. Hier gab es im Originalspiel ein Secret. Gott, wie sind die Steuerungen hier eingestellt? Wie crouching? Hier, okay. Okay, auch hier. Ging was auf, aber ich weiß nicht was. Egal. Ja, genau. Und ja, wie gesagt, keine Zeit und keine Lust. Ich habe dann einfach aufgehört. Also, und ein Problem, das ich immer noch habe, ich habe hier immer noch einen sehr alten Rechner. Der Rechner, den ich hier habe, ist ungefähr 8-9 Jahre alt und selbst wenn ich alle DOS-Box-Spiele spiele, die laggen wie Sau. Das tun sie jetzt immer noch und jetzt ist das Spiel abgestürzt. Toll. Geht's noch weiter? Oh, gut. Ich glaube, die Aufnahme geht weiter. Also irgendwie hing der gerade kurz. Ja, und jetzt habe ich total den Faden verloren, gottverdammte Scheiße. Oh. Boah, das mal... Ist das ein Hinweis für uns, dass wir da rüber sollen? Beziehungsweise können wir hier tauchen? Wo ist mein Crouch-Key? Nee. Ja, genau. Sorry, ich weiß jetzt gar nicht mehr wirklich, was ich sagen wollte. Jetzt habe ich es vergessen. Hatte keine Zeit, habe auch immer noch keine Zeit, LPs zu machen. Ich arbeite hier mich gerade so ein bisschen ab, tagtäglich, und ein paar Leute wissen ja vielleicht, mein Long-Term-Plan, also mein Langzeit-Ziel ist, nach Korea zu ziehen, und da bereite ich gerade Vorbereitungen vor, und das kostet einfach Zeit. Gut, so, aber jetzt zurück zum Spiel. Wir sind ja hier, um Spaß zu haben, ne, du gehörnter Affe, du... So, ist das vielleicht schon das Ziel? Oh Gott, ich kann das Spiel gar nicht mehr, ich gebe es dir ganz ehrlich zu. Oh, das war schon das erste Level. Déjà-vu. Und ich würde sagen, wir machen es, wie wir es früher gemacht haben. Ein Video, ein Level. Ich schaue mal überhaupt, ob meine Aufnahme jetzt nicht kaputt gegangen ist durch den kleinen Lag da davor. Ansonsten sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. Adele. Let's rock. Oder gonna rip a new one. Das geht natürlich auch. Hoppala, was da passiert ist, sehen wir in der nächsten Folge.